Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier die Perakula euch heute hier vorstellen. Hier handelt es sich um die V2. Also ich finde es schon mal eine sehr interessante Karte. Ich habe sie mir jetzt schon mal grob angeschaut. Ja, ist auch sehr interessant gemacht. Hat hier ein paar wirklich schöne Stellen, wo man sagt, ja, das muss man sehen. Das ist wunderschön, auch beim Spielen dann. Ja, die Perakula ist eine Karte, die ist hier in Europa, in Island, also nachempfunden worden, soll so sein. Ja, der Hof, der wurde hier 1906 hier erbaut. Eine kleine Geschichte, wie man so her ernimmt, also finde ich ja toll gemacht. Hat hier über 57.000 Bäume, die du hier fällen kannst. Hat hier 7 Felder, 7 Grasflächen. Soll hier 3 Verkaufspunkte haben. Ja, hat einen Tierhändler, Fahrzeugwerkstatt, ein Sumpf, 2 Seen, viele Stromleitungen, damit die Bäume aus dem Weg geräumt sind auf die Richtung alte Waldgebiete, Langfluss, alte Scheune, ja, und jede Menge andere Kleinigkeiten hier, was man natürlich hier auch so braucht, würde ich mal sagen. Ja, Schotter auch auf der Straße hat es mir auch. Ja, finde ich auch schon mal hier sehr interessant, das Ganze. Ja, ich würde mal sagen, jetzt die hier. Ja, denke ich mal, schauen wir uns die PDA natürlich gemeinsam an. Also, wir haben jetzt hier jede Menge Fläche, wie wir jetzt sehen. Die ganze Fläche hier, also als blau, gehört schon mal uns. Dann hier oben ist unser Joinpunkt. Bei Feld 1, aber unser Hof ist hier unten, wie wir sehen, bei Feld Nummer 7. Wir haben hier unten also unser Farmsilo, dann jetzt hier eine Tankstelle, dann hier ein Farmhaus, dann haben wir hier oben eine Werkstatt, dann hier eine Elektro-Tankstelle und da muss noch irgendwas sein. So, hier unten eine Bio-Tankstelle, wie wir hier sehen. Ja, dann haben wir hier unten hier unseren Viehhandel und die Verkaufsstelle für die Viecher. Das ist also schon mal hier die erste Verkaufsstelle. Dann haben wir hier oben hier Schreinerei, dann hier ein Gesteinsbrecher, Ölmühle, dann hier eine Bäckerei, dann hier eine Spinnerei, hier oben hier unseren Fahrzeughändler, dann hier Sägewerk, dann nochmal Sägewerk, dann jetzt hier die andere Verkaufsstelle. So, das eigentlich so her ist jetzt das, was man hier gesehen hat, was es hier so gibt natürlich. Ja, dann haben wir jetzt hier. Verträge sind hier also machbar. Finde ich ganz gut. Stelle haben wir noch keine. Dann Produktion haben wir auch selber noch keine erworben. Ja, was gibt es hier noch? Dann hier also, wie wir sehen hier unser Lager, da haben wir ein bisschen Diesel drin. Und, keine, müssen wir nochmal schauen, ob noch was ist. Nein, sonst haben wir nichts drin. Ja, und eine Verkaufsstelle ist, wird hier uns gerade hier angesagt. Was jetzt ist, also hier ist Weizen. Oder was da ist. Du musst hier das alles separat immer anklicken. Also dir wird ja hier nicht gesagt, jetzt der nimmt das und das. Okay. Ja, was haben wir noch? Wir schauen uns gleich hier natürlich hier unser Garage mal an. Was wir haben. Wir haben jetzt hier 2 Traktoren. Hier der Kompaktklasse. Hier den Valtra G135. Und natürlich hier den Massey Ferguson. Das ist schon mal sehr interessant natürlich. Den 3709. Und dann haben wir hier. Mal müssen wir nochmal zurückgehen natürlich. So, hier. Da haben wir hier den Vario der 724er und hier den MF, hier den 7719. Als nächstes hier haben wir unseren Rosselmesh-Drescher, dann haben wir hier ein Pickup, dann haben wir hier einen Hänger hier vom Weikler, wie wir jetzt hier sehen. Und dann hier ein Schneidwerk, eine Kreiselecke haben wir hier von Kuhn und hier auch eine Sämaschine natürlich von Kuhn. Und wir haben hier ein Güllefassfeuer von Farmtech und von Choskin hier ein Wasserfass für die Tierhaltung und ein Frontgewicht haben wir von Glas. Interessant, dass wir von Glas
ausgerechnet ein Frontgewicht natürlich haben. Ja, es ist schon mal sehr, wie gesagt, interessant, das Ganze. Hier ist unser Joint-Punkt. Da haben wir hier gleich einen Tümpel hier vorne. Wie wir hier sehen. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns gleich hier die Karte natürlich hier von der Luft her aus an. Ich habe es jetzt deaktiviert. Ich habe gedacht, ich habe sie aktiviert. Naja, ist ja nicht schlimm. Also, wir haben hier ein bisschen Fläche. So. Da haben wir jetzt hier uns einen Shop. Da gehen wir mal runter. Kann man auch gleich mal hier uns... Na, so her. Mal hier gleich mal hier einen Trecker kaufen. Dann schauen wir mal hier, also steht das also mal. Geht's heute ab in WhatsApp, muss man sagen. Da haben wir jetzt den kleinen Schlepper hier. Da können wir auch mal einsteigen. Und mal hier die klein bisschen mal rumfahren. Aber brauchst keine Angst haben, wir fahren nicht mit euch die ganze Karte durch, sondern wir schauen uns dann die Karte von oben her an. Oh, man merkt voll, wenn man das Lenkrad noch nicht komplett eingeschalten hat. Man muss mehr lenken, als was notwendig wäre. So. So, hier haben wir so eine Produktion, die was man dann hier auch dann kaufen kann. Ja, dann hier natürlich der ganze Wald. Also ich finde das schon mal sehr interessant hier. Das war schon mal hier im Weg. Sieht man hier, hat man schon seinen Spaß hier mit dem Harvester. Welt. Jawoll. Ja, hier hinten ist Ende im Gelände, wie wir sehen. Also so von der Bodentextur, dass wie die das gemacht haben, finde ich sehr schön, muss man sagen. So, dann schauen wir mal hier entlang. Dann schauen wir mal, dass wir hier rüberfahren. Es ist ja hier Sumpfgebiet, heißt es ja. Aber schade hier, dass es hier keinen Schlamm gibt. Dass im Spiel noch kein Schlamm ein... Oh, hier haben sie Texturfehler, wie wir sehen. Das ist wirklich blöde gemacht, muss man wirklich sagen. Da haben sie was wieder hier also gemacht und haben hier die Map also angeschaut und getestet. Ja... So wie sie es hatten und dann passen hier die Pfade und dann haben sie hier also, ja, einen Texturfehler drin. Tja. Will man sagen, ja, schade irgendwie. Sehen wir jetzt, hier soll das Eis sein oder was, keine Ahnung. Tja, schauen wir mal gleich auch mal hier die Lok mal an, dass wir es natürlich ja wissen natürlich, ob jetzt hier wie ein Aero oder was drin haben. Ja, hier haben wir hier schon mal hier ein Aero. Allure-Fehler, ein Coilsteak. Haben jetzt wir hier drin, wie wir sehen. Das hat irgendwas, ich vermute mal hier, wie wir sehen, hier mit, ich vermute mal, das dürfte vielleicht mit der Verkaufsstelle zu tun haben. Dann hier haben wir ein Warning drin, auch noch. Wahnsinn. Hier sehen wir das gleiche hier. Ja, ist also. Hat was, das er nicht lohnen kann. Schade. Aber vielleicht schauen sie sich ja hier mein Video an und vielleicht sehen sie das dann. Wir schauen uns trotzdem hier die Karte an, dann sehen wir vielleicht ein bisschen mehr und können hier natürlich hier den Map her, ja,
helfen damit. Finde ich immer ganz gut, wenn man das machen kann. Weil das wird halt oft mal nicht richtig angeschaut. Dann wird sowas zum DHL gestellt. Dann regen sich die auf, weil die Leute dann hier... Ah ja, hier haben wir unser Sumpfgebiet. Die Leute dann hier also in die Kommentare sich da aufregen. Ja, sowas lässt sich halt natürlich vermeiden, wenn man es gescheit vorher anschaut. Ja, was haben wir hier vorne? Wir haben hier vorne hier einen Turm. Ich vermute mal, wir könnten da vielleicht raufgehen. Ja, das ist eine, wo wir raufgehen können. Hier haben wir Sägewerk, wie wir sehen. Da vorne ist der, wahrscheinlich der Viehhandel. Hier noch hier ein Verkaufsstelle oder Produktionsstelle. Dann gehen wir mal runter. Das sieht so her aus. Hier die eine Verkaufsstelle, wo wir jetzt die hier gesehen haben. Hier führt hier die Straße wahrscheinlich jetzt Nirvana. Ja, die, wie gesagt, die führt ins Nirvana. Und schauen wir nochmal hier rüber. Hier haben wir jedenfalls einen Fluss, wie wir hier sehen. Ja, da, keine Ahnung, müsste hier eine Brücke bauen oder was. Ich sehe jetzt hier momentan hier keinen Übergang. Aber vielleicht ist es nicht so tief. Man weiß es ja nicht. Hier unser kleinere Produktionsstellen. Hier die ganzen Bäume natürlich. Hier hinten. Ja, vielleicht wird die Karte ja noch weiter gebaut. Und vielleicht... Ah, hier ist Kartengrenze. Okay. Schauen wir mal. Jetzt sehen wir jetzt die hier, wo überall Kartengrenze ist. Man denkt jetzt da drüben hier, das wäre was, aber ist leider doch nicht. Da sind wir jetzt überall hier, wo die Kartengrenze natürlich ist und alles hier Bäume. So, mal schauen, dass wir hier alles ausgeschalten haben. Ich gehe mal da jetzt davon aus. So. Ja, ich habe da hinten eine schicke Stelle gesehen. Mal schauen, ob ich die nochmal finde. Ah ja, eine Anlage für den Strom, wie wir hier sehen. Mhm. Ja, hier ist also eine... Hier ist ein Tierhändler, wie wir sehen. Muss ich doch mal überlegen haben müssen. Ja, weil ist doch hier einiges, was man sieht, dann hier das... Manche Sachen hier überwältigen ein, weil es wirklich, finde ich, schön gemacht ist. Na, schade finde ich halt wirklich, wenn so Karte dann nachher nicht lockfehlerfrei ist. Jetzt muss ich mal schauen, wo das eigentlich ist. Also ich habe das wunderschön gefunden, gemacht. Hier, das sieht auch ganz gut aus bei den Feldern. Hier so die alte Scheune. Passt hier auch gut rein. Gute Ideen, muss man wirklich sagen. Da waren wir davor. Okay. Da müssen wir nochmal kurz schauen. Wo das jetzt umgeht. Ihr habt gesehen, das ist so ein kleines Gewässer. Und dann ist so ein mit... Holzplanken, sowas gemacht, wo man nachher übers Wasser kommt. Hier ist so ein kleines Gewässer, wie wir hier sehen. Müssen wir nochmal schauen, ob man noch höher gehen muss. Hier ist also ein Weg. Ah ja, hier ist auch so eine Stelle. Finde ich, das finde ich wirklich schön gemacht. Also hier sowas, bloß im Wald drin auf die Richtung, das war echt, also ein Hingucker. Wirklich wunderschön. Ich glaube, das dürfte vielleicht sogar hier hinten irgendwo sein. Naja, ich will das Video nicht in die Länge ziehen, das bringt auch nichts. Also wir haben jetzt hier schon mal die Karte gesehen. Es ist hier leider die Karte nicht lockfehlerfrei.
Schade irgendwie. Wäre ja natürlich hier ein super Abenteuer. Hier natürlich in Island. Sowas zum Zocken natürlich. Ja, wenn euch trotzdem hier das Video gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ich sage einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz, wenn es natürlich wieder eine neue V natürlich gibt von der Map.